Im Talmud, Masechet Psachim 35, Lamed He, Deutsch geschrieben, gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Yochanan ben Nuri und die Weisen, Chachamim. Rabbi Yochanan ben Nuri sagt, Orez min daganu v'chayavim al chimutzo karet. Reis ist eins von den Getreidesorten, die Chametz werden. Und wenn man das zu Pesach isst, dann begeht man eine sehr große Sünde. Chachamim, die Weisen, sie sind nicht dieser Meinung. Obwohl wir wissen, wenn Yachid verabim, Halacha kerabim, wenn eine Meinung gegen mehrere Meinungen ist, immer die Halacha wie die Mehrheit. Aber da hat die Gemara uns keine Feststellung gelegt, sondern ein bisschen später, auf Seite Kufiu Dalet, Seite 114, dort, wir haben ein Gebot am Pesachabend, am Lela Seder, zwei Speisen zu essen. Ein Gebot, zwei Speisen zu essen, Schnetav Shilin. Heute essen wir ein Ei und das Essen, was wir dort essen. Und in der Gemara wird gefragt, wie erfüllen wir das Gebot von diesen zwei Speisen? Was müssen wir essen für diese zwei Speisen? Rav Huna sagt dort, Kegon, Orez veselek. Urza veselka, das heißt Reis und Rüben. Mit Reis und Rüben, wenn man nur Reis und Rüben isst, hat man schon zwei Speisen zu Pesach gegessen. Reis und Rüben, das heißt, es ist eine Mitzvah, Reis und Rüben zu essen am Lela Seder, am Pesachabend. Rava, als er das gehört hat, dass Rav Huna so etwas gesagt hat, hat er gesagt, weil das von einem heiligen Mund von Rav Huna rausgekommen ist, Reis und Rüben zu essen, er hat gesucht überall, obwohl es manchmal schwer zu finden war, am Markt zu finden, Rüben und Reis, hat er sein Ganzes gegeben, alles versucht, um diese zwei Sachen zu Pesach zu kaufen, um diese zu genießen am Lela Seder für diese zwei Speisen. Reis und Rüben. Sagt uns nachher die Gemara eine Feststellung. Schmamina de let chash tea de Rabbi Yochanan ben Nuri. Das heißt, davon lernen wir, dass niemand nimmt in Wert diese Meinung von Rabbi Yochanan ben Nuri. Niemand hat Angst vor dieser Meinung, der sagt, dass Reis ist einer von den fünf Getreidesorten und man darf es nicht zu Pesach essen. Und das heißt, davon lernen wir, dass Reis erlaubt ist zu essen. Laut der Gemara. Aber, für uns Sephardim ist Reis, zuerst mal beginnen wir zuerst mit den Aschkenasen. Zu den unseren Brüdern der Aschkenasen und einige Teile von den Sephardim, wie die Marokkaner und ich habe gehört, auch die Grusinen, die Georgen, die essen kein Reis. Wieso? Weil das ist ihr Brauch. Ihr Brauch zu Pesach ist es, Minhag, nicht Reis zu essen. Und wieso? Weil damals hat man alles in einem Platz gepflanzt. Und nachher die Getreidesorten und die Getreidekörner und die Reiskörner, die wurden sehr oft gemischt in den Säcken. Und es ist sehr oft passiert, dass im Reis drinnen, und vielleicht auch heute passiert es, dass im Reis drinnen gibt es einen großen Anteil von Getreidekörnern, die wir nicht einmal bemerken, dass es Getreidekörner sind, weil die schauen sich sehr ähnlich. Deswegen haben die großen Rabbiner von den Aschkenasen haben gesagt, dass man es nicht isst, dass es, das Reis zu Pesach man nicht essen soll. Weil es dort an diesen Plätzen sehr oft passiert ist, dass Reis sich zusammengemischt hat mit den anderen Körnern. Aber im Gegensatz dazu, bei uns Sephardim, wir sehen, dass wir gehen laut den Din der Gemara, für uns ist das Reis erlaubt. Es ist erlaubt, Reis zu essen. Aber, ein sehr großes Aber, unter der Bedingung, dass man diesen Reis dreimal ordentlich kontrolliert. Das heißt, es muss jemand sein, der nicht nur den Reis von einer Seite zum anderen nur wegschubst und schaut, aha, da gibt es keine Steine, da gibt es keine Würmer. Das ist das, was man normalerweise im ganzen Jahr sucht. Man sucht Würmer oder man sucht irgendwelche Steine oder etwas, was nicht dazu passt.
Man muss auch suchen und den Unterschied erkennen zwischen Weizenkörner und die Reiskörner. Dass vielleicht, wenn irgendwo ein Maiskorn, nicht Mais, Weizen, ein Weizenkorn ist, dass man diesen Weizenkorn wegnimmt. Ansonsten kann das alles nachher Chametz sein. Deswegen, wir dürfen zwar Reis essen, aber unter der Bedingung, dass man den Reis gründlich kontrolliert, ob dort kein Getreidekorn ist, das uns zu Pessach verboten ist. Es gibt noch eine Sache. Es gibt manchmal Reis, dass dieses Reis ist auch glänzend. Glänzend oder es wurde vielleicht verpackt am selben Platz, dort wo verpackt worden ist Mehl. Und wenn vielleicht kommt ein Wind und ein bisschen Staub vom Mehl kommt und setzt sich auf den Reiskörnern, das können wir nicht wissen. Deswegen, auch wenn wir es geputzt haben, kontrolliert haben den Reis, bevor wir es kochen, müssen wir es noch gründlich auch sehr, sehr gut waschen, dass wenn vielleicht ein bisschen Staub von dem, vom Mehl da drauf liegt, dass wir diesen Staub wegwaschen werden.